Keine Ahnung. Ist ja ganz vorne mit dabei, aber wir haben... Und ein Wunder! Diese Geil. Unbelievable. Aber ich denke, Seppel ist einer von den ganz vielen, die da liegen. Eva? Hase und Seppel. Mit einer der Ältesten. Und ja. Wahrscheinlich ich selber. Das ist ganz klar die Erik Thürm. Da gibt es wahrscheinlich einige. Ich würde mal Kevin Babs. Capo. Ah, das ist Trapo. Trapo. Schwer zu sagen. Business Boy. Armin, Yunus. Auch Trapo. Er hat jetzt vor kurzem eine Milch rausgehauen. Empfehlenswert. Seppo? He's the smartest, I think. You know, he seems like the smartest one, too. Sebastian Rode. Ich glaube, er ist, also was mir bekannt ist, einer der wenigen, der schon ein Restaurant mitbesitzt. Ich denke, Armin Yunus. Ich glaube, da gibt's viele, weil wir viele aus verschiedenen Ländern haben. Aber ich denke auch, Armin Yunus ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, Armin hat auch bei coolen Clubs gespielt, mit Amsterdam und Neapel. Trapper bei PSG, also ja, ich denke, die zwei haben schon geile Clubs gehabt. Meiner ist auch nicht so schlecht. Der beste Koch? Ich? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer kocht, aber ich koche zu Hause. Ich koche gern, deswegen würde ich sagen, ich. Das kann ein Österreicher sein. Natürlich ich. Eva, kann nur eine Spezialität, Nudeln. I think none of them. Nah, nah. Davor würde ich sagen, Gelson Fernandez, jetzt Almami. Spielerberater kann ich mir vorstellen. Timmy vielleicht? Ach, Timmy Chandler könnte ich mir gut vorstellen, der kann gut mit Jungs. Wenn ich es nach dem Outfit beurteilen würde, dann Armin Yunus. Ich denke hin. Ja, auch Trapper. Man muss ihn nur ansehen, ne? I think Hinti, yeah. He's likely, you know, in the at the fans and everything. And the nicest one then, to get, you know, the lovely ones, I think Trapper. Oh, Erik. Erik, ja. Ja, hygienetechnisch bin ich schon auch weit vorne. Also ich selber, hygienetechnisch. Aber ob ich jetzt am ordentlichsten bin, ja, schwer. Also. Erik. Erik, ja, ja. Hasebe. Ganz klar, Erik Thürm. Keiner ist sauberer wie Erik Thürm.